BW1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt herzlich willkommen. Der Rückkauf von NBW-Aktien durch das Land wird ein gerichtliches Nachspiel haben. Denn die Oppositionsparteien SPD und Grüne werden gemeinsam vor den Staatsgerichtshof klagen. Sie werfen Ministerpräsident Stefan Mappus vor, bei der Anbahnung des Deals den Landtag umgangen zu haben. Mappus habe damit Aktienrecht vor Landesrecht gestellt und die Rechte des Parlaments verletzt. Die Reutlinger Oberbürgermeisterin Barbara Bosch ist heute in Stuttgart zur neuen Präsidentin des baden-württembergischen Städtetags gewählt worden. Bosch wird ihr Amt aber erst im Fall einer Bestätigung bei der Reutlinger Oberbürgermeisterwahl am 6. Februar antreten. Die Reutlinger Rathauschefin würde dann dem Ulmer OB Ivo Gönner nachfolgen. Sie ist seit heute Morgen das neue Gesicht und die Stimme der Städte im Land. Die parteilose Reutlinger Oberbürgermeisterin Barbara Bosch ist seit 2003 Rathauschefin in Reutlingen. Von hier aus vertritt Bosch jetzt für die kommenden 2 Jahre die Interessen der 180 Kommunen gegenüber Land, Bund und Europäischer Union. Bosch übernimmt in stürmischen Zeiten. Denn nicht nur in Reutlingen herrscht Ebbe in den städtischen Kassen. Rund 50% der Kommunen droht laut Städtetag der Finanzkollaps. Das hat zum einen mit der lange maroden Wirtschaftslage in Zeiten der Finanz- und Wirtschaftskrise und massiven Gewerbesteuereinbrüchen zu tun. Aber auch mit Entscheidungen, die fern der Kommunen gefällt werden. Über 40% der Gewerbesteuerausfälle, die wir jetzt zu verzeichnen hatten, haben eben nichts mit der Krise zu tun, sondern sind bedingt durch steuerrechtliche Änderungen wie die Unternehmenssteuerreform. Die gewünschte Entlastung der Firmen ist erreicht worden, das ist gut so, aber bedeutet eben, dass wir große Löcher haben. Große Löcher verursacht zudem der vom Bund auf kommunale Kosten beschlossene Ausbau der Kleinkinderbetreuungsplätze. Aber nicht nur der. Zum Dritten kommen auf die Kommunen erhebliche neue Aufgaben und erweiterte Aufgaben zu, bedingt durch Leistungsgesetze. Ich denke hier auch an den ganzen Sozialbereich, der ohnehin einen großen Zuwachs hatte in den letzten Jahren. Und da kommen aufgrund von Entscheidungen des Bundes oder des Landes weitere Ausgaben auf uns zu. Zukünftig werde man aber auch anderswo eines grundsätzlich verstehen müssen. Wer bestellt, bezahlt. Und die Kommunen fordern zu Recht, wie ich meine, dass wenn es Leistungsgesetze gibt, die der Bund beschließt oder auch das Land beschließt, dass dann auch die entsprechenden Geldmittel zur Verfügung gestellt werden. Nicht nur von Reutlingen aus will Bosch nach ihrer sicher erscheinenden Wiederwahl am 6. Februar für diese Belange dann kämpfen. Laut Landesverfassung steht dem Städtetag ein Anhörungsrecht bei Gesetzgebungsverfahren zu. Der Stadt Wertheim droht heute Abend eine zweite Hochwasserwelle. Der Scheitelpunkt dürfte die Stadt am Main etwa um 20 Uhr erreichen. Experten rechnen mit einer Pegelhöhe von rund 6 Metern. Das wären rund 20 Zentimeter mehr als am vergangenen Mittwoch. Bisher waren rund 450 Gebäude von Überschwemmungen betroffen. Europas größte Touristikmesse, die CMT, hat seit dem Wochenende in Stuttgart bereits zum 44. Mal wieder ihre Pforten geöffnet und gleich in den ersten 2 Tagen einen Besucherrekord verzeichnet. 60.000 Menschen strömten in die 6 Ausstellungshallen auf dem Messegelände. An den knapp 1.900 Ständen stellen deutsche Städte und Landkreise ihre Angebote vor. Aber auch Länder aus nah und fern zeigen, was sie touristisch zu bieten haben. Und da der Name CMT neben Touristik auch Caravan und Motor beinhaltet, dürfen auch die neuesten Wohnwagentrends in Hülle und Fülle nicht fehlen. Die Messe gibt also Anregungen aller Art, für Urlaub in der eigenen Region oder für Reisen in ferne Länder. Einen ausführlichen Bericht zur CMT zeigen wir Ihnen morgen hier bei uns in den Nachrichten. In Ulm ist heute von Ministerpräsident Stefan Mappus und Bundesforschungsministerin Annette Schavan das neue Helmholtz-Institut für Batterieforschung eröffnet worden. Das Institut soll jährlich mit rund 5 Millionen Euro unterstützt werden. Die Wissenschaftler sollen dort beispielsweise erforschen, wie Batterien zukünftig leistungsfähiger und kostengünstiger werden. Soweit die BW1-Nachrichten. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt.